Ein Spiel, das Spaß macht, der Krefeld-Pinguine gegen die Adler Mannheim. 4:1 steht's nach 40 Minuten und bei mir sind zwei Spieler, die im Moment leider nicht mitmachen können. Martin Schimanski und Jordan Caron im Pinguine-Fan-TV. Und Schimi, natürlich wollen wir zuerst mal wissen, das Spiel, was wir heute sehen, das war so jetzt nicht zwingend zu erwarten, aber offensichtlich gegen die vermeintlich großen Teams, da läuft's recht gut diese Saison. Ja, das sieht so aus, die Saison. Mich freut's für die Jungs. Alle geben Gas, wir nutzen die Chancen und Ore heute mit seinem ersten Saisontor, genauso wie Miko. Ja, mich freut es für die Jungs. Wir nutzen die Chancen, wie gesagt, und Patrick macht wieder eine starke Partie. Definitiv, das kann man so festhalten. Also konzentrierte Mannschaftsleistung. Jordan Caron sagte eben, die Jungs sind on fire. You said boys are on fire, so do you like the game so far? Yeah, I think we've been playing really well. I think everybody's contributing and we got another 20 minutes to go and we got to keep the same pace. Also die Geschwindigkeit halten, alle hängen sich voll rein, sagt er definitiv. Und so muss es sein, jeder opfert sich auf. Und das ist auch wichtig. Und wir hoffen natürlich beide schnell wieder auf dem Eis zu sehen. So Jordan, give us a short update about your recovery. It's going well. I think, you know, a couple more weeks. Early December, I think I should be back. And we're going to work as hard as possible to get it done as soon as possible and to be back 100%. Also, er gibt natürlich alles, um wieder schnell bei 100% zu sein. Dafür arbeitet er hart und hofft natürlich dann Anfang Dezember auch wieder mit dabei zu sein, um dem Team zu helfen. So, get well pretty soon. Schimi, wie sieht's bei dir aus? Was glaubst du, wann du wieder mitmischen kannst auf dem Eis? Ja, bei mir ist auch alles gut soweit. Ich denke und hoffe, dass vielleicht nächstes Wochenende oder Dienstag, je nachdem, wie es jetzt ist, morgen auf dem Eis und am Montag auf dem Eis, da müssen wir mal schauen. Und ansonsten, ja, bin ich bereit. Bereit sind sie und das sind optimistische Antworten von Jordan Caron und von Martin Schimanski. Wir drücken den Jungs die Daumen, dass sie schnell wieder helfen können, aber im Moment machen unsere Jungs das auch ganz ordentlich. 4:1 gegen die Adler Mannheim, aber noch sind 20 Minuten zu gehen, aber mit eurer Unterstützung wird das hinhauen. Danke Schimi, danke Jordan und euch viel Spaß gleich in Drittel Nummer 3.